Und ich bräuchte nicht mal dieses verfluchte Bloodread. Aber nicht Gifte. Vielleicht kann ich an den Spinnen vorbeirennen, vielleicht nicht. Ich hoffe, dass Hilfe kommt, aber ich zähle nicht darauf. Amadatia ist eine Ruine voller Blut jetzt. Ja gut, das letzte habe ich jetzt ein bisschen frei übersetzt. Ein Buch? Oh. Hi, Jungs. Ja, ich höre Schleim. Ich sehe einen Knopf. Oh, das war Federfall. Das ist auf jeden Fall eine Tür, kein Gitter. Und ja, hier unten sind Knöpfe zum Glück ziemlich gut zu sehen. Ich wage es mal zu speichern. So, da bin ich wieder. Jetzt ist mir mal wieder das Spiel abgestürzt beim Speichern. Ich versuche in Zukunft erst einmal es in Zukunft mit Quicksaves über F5. Ich glaube, die gehen besser. Ja, ich bin wieder hier oben, also noch vor dem Sprung, und habe erstmal hier einen Knopf entdeckt. Ich habe auf den schon drauf gedrückt gehabt und habe aus Versehen hier drüben den Weg weiter freigeschalten. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Wir wollen erst einmal hier runter. Und ja, ich habe den Sack hier behalten. Für die Kräuter und alles. Nicht für die Kräuter, für die nächste Ladung Schriften. So. Oh, und das Licht geht aus. Das ist nicht so schön. Du alleine bist nicht so das Problem gewesen. Jetzt kommen wieder zwei von euch. Gut. Jetzt auch weg. Regeneration hat schon nachgelassen. Also ja, ich hoffe, wenn ich jetzt mit der 5 speichere. Gut, ist das Game gesichert. So, du hast da den Teleporter angemacht. Ist von mir aus okay. So, Grinding von Stone of Stone. Habe ich jetzt auch gerade gehört. Ja, gut. Und wir sind wieder hier oben. Also ja, das hier ist jetzt auch damit mehr oder weniger abgeschlossen. Ich bin auch aus Versehen hier runtergefallen und hier in dem Raum gelandet. Das können wir auch gleich noch nachholen.
Also hier unten. Hier ist schon mal wieder ein Schleim. Ansonsten ist hier aber nichts. Also ja, wenn wir hier runterfallen, landen wir da. Wenn wir da runterfallen... Oh, hi. Müssten wir da hinten landen. Und ja, Schleime können durch die Türen spucken. Sollte ich aufpassen. So, genau. Jetzt haben wir das alles mal nachgeholt und können hier durch den nächsten Teleporter, der uns wieder an einen anderen Ort bringt. Und der bringt uns wieder an den Anfang. Mhm. Und ja, ich habe das Messer von hier übrigens wieder mitgenommen. Ich hatte das Gefühl, das Licht wird dunkler. Die Steine hier sahen verdächtig aus, aber hier ist nichts. Jedenfalls sehe ich nicht direkt was. Wo immer auch immer es gerade Plong gemacht hat. Ja, das hier sieht so aus, als ob ich hier lande irgendwo. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4 höher. 1, 2, 3, 4 höher. Ja, dann lande ich hier irgendwo. Also bringt mir das schon mal gar nichts. Ich müsste da drüben irgendwo runterfallen. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob der Wurf, durch den wir geworfen haben, irgendwas geändert hat. Das war der Knopf für die eine Wand, den ich aus Versehen gedrückt habe, das ihr leider nicht mehr gesehen habt. Das Problem ist, die Knöpfe können überall sein. Hier sehe ich aber leider keine. Also haben wir keine Wahl. Wieder Federfall nach da unten und mal gucken, ob sich da unten was geändert hat. Nachdem wir hier den Schalter umgelegt hatten. Ja, also erstmal sind wir wieder hier. Wie ich ja gesagt hatte. Hat sich hier was geöffnet? Tatsache. Mortar und Pestel. Blazing Scepter. Fire Magic. Das ist doch was für dich. Feuerzauber machen mehr Schaden. Mortar und Pestel. Noch ein Mortar und ein Pistol. Und ein Autosave. Kräuter von Amadazia. Ach, das ist hier der Kräutergarten von dem... Also das, die Zuflucht von dem... Apotheker, sage ich jetzt mal. Viele neue Arten und Sorten von Kräutern wurden entdeckt... Während der Entwicklung von Amadazia. Einer dieser Kräuter, Dewdrop Root, eine neue Form von magischer Wurzel, kann als Ersatz für eine Grimcap oder einen Schleimbad
Ball genutzt werden, wenn man Potions mischt. Dies bietet die Möglichkeit, Tränke zu mixen mit größerer Effizienz und weniger Kostenzeit und Stockwise, also Vorräten. Andere entwickelte Kräuter existieren und werden mit der Zeit getestet für ihre geeigneten Anwendungszwecke. Ja, ist was in den Pestles drin? Ein Rock und ein Slime Ball gibt eine Lightning Bomb. Okay. Und hier? Ah ja. Potion of Invisibility von einem Dewdrop Root und einer Cave Nettle. Auch nicht schlecht. Oh, hi. Das war nicht so gut. Boah, hat der gerade 400 Schaden gemacht? Autsch. Das war wieder nicht gut. Okay, jetzt sind über Undead Archers unterwegs. Ein Frostfall. Squall of Cure Poison. Budding Spell. Du kommst also hier rein. Und noch eine Schriftrolle. Ritual der tanzenden Kampfmagier. Ritualmasken werden benötigt. Minotaurenschädel, Biesthorn, Echsenkralle, Biestknochen, Knochenamulett und Scavenger-Tieb. Dieses Ritual wird entweder mit eine Belohnung, wird entweder belohnt oder tut Aggressivität und starke Auren hervorrufen. Weiterhin wird gesagt, dass Kampfmagier damit Stabwaffen herstellen können. Okay. Ja, toll, sind die Untoten alle, die können nicht alle aus dem 2x2-Feld gekommen sein. Da ist was aufgegangen. Ah. Und ich bin echt, echt froh. Oh, hi. Squall of Shock hast du bereits.
Scroll of Necrochemie. Scroll of Light Missile. Protection and Evasion Boots. Leech Filet.